So, Hallihallöchen, Hans und Pitti hier, willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Ranger 2. Finsternis über Almia. Oh, da ist die Gelbgemme, aber wo ist Bodo? Oh, ich glaube, ich weiß, wer es war. Ja, okay, cool. Gerade wusste ich es wieder. Cresselia. Das kam ja auch so, dass Heatran und Darkrai erwähnt wurden in dem Spiel. Da gibt es auch ein Cresselia. Okay, was kannst du? Gegen was hast du eine Schwäche überhaupt? Gegen Käfer? Na also, wunderbar, easy. Erstmal ein bisschen anblübbeln. Okay, jetzt kann so Drachenodem. Das ist nicht mal stark. Das ist... Okay, ja, das ist ein bisschen eine asoziale Attacke. Oh, am Bildschirmrand geht das eine Ding jetzt quasi. Okay, ja, einfach nur nicht an den Bildschirmrand. Das ist schon asozialer hier. Und zweites am Bildschirm. Okay, es wird enger. Eigentlich genau, stört mich nur. So wirklich. Wenn sie es drumrum macht. Genau. Aber sehr interessant, auch dass sie eher so mit Schattenenergie spielt. Ich meine. Cresselia ist ja eigentlich ein eher lichteres Pokémon. Und okay, es wird immer enger. Und die laufen auch alle unterschiedlich. Oh Mann. So viele Kugeln. Nein! Ah, oh, ich hab's am falschen Ende angedingst. Na gut, dann ist ja auch egal. Dann einfach durchziehen. Oder auch nicht, weil ich zu blöd bin. Oh. Oder sowas passiert. So, und ich will dich aber mit zumindest der Linie fangen. Oh boy, das, Mann. Es gibt seltsame Kugelfragen, greift mit Hilfe psychischer Kugeln an. Es war trotzdem ein S-Rang. Hätte aber noch ein klein bisschen geiler sein können. Das war aber wirklich, also schwer eigentlich. Ach, Cresselia hat entschieden, Peter die Gelbgemme anzuvertrauen. We got Gam! Mission completed, also irgendwie so ein bisschen. Aber wo ist Bodo? Das Geräusch eines sich nähernden Hubschraubers. Ach so, hätte man hier einfach mit dem Hubschrauber hinfliegen können. Wozu sind wir durch den ganzen Tempel hier gelatscht? Hoi Peter, gute Arbeit, du hast Gelb gemeldet, nicht schlecht. Allerdings, blöd von dir, dummer Weißmehl, bis hierher raus in die große Aruba-Wüste zu folgen. Ich imitiere Bodo gut, ja, spiele ihn gut, als ob ich er bin, wie? Aber sehr schade, finde ich, gehöre zu Team Nachtschatten. Aber mehr noch, ich bin einer von Boss Lieblingen, Sinistrio.
mein Name ist Odo, nicht Bodo. Odo, ja, wie findest du das? Ja, Mann. Also, ich denke, hol dir die Gelbgemme selber, genau so mache ich's. Aber da gibt es ein Pokémon Cresselia, das den Borken bewacht. Dann kommt Ranger vorbei, sorgloser Typ, unbekümmert. Überraschung, Überraschung, er versucht das Cresselia zu fangen. Und da denke ich mir, ja, gute Gelegenheit für mich, er fängt das Pokémon, ich krieg den Brocken. Aber dieser Ranger Bodo ist ein Nichtsnutz, kann Cresselia nicht fangen. Ärgert mich natürlich, aber dann, bang, ich hab eine Idee. Hatte Gerüchte von sehr geschickten Ranger mit Namen Peter gehört. Und da denke ich mir, Freundchen Bodo, also Köder verwenden, so lock ich Peter her. Also falsche Weißmehl geschickt und schon ging's los. Verstehst du jetzt? Die Gelbgemme, gib sie mir. Aber ich bin fair, ja, ich gebe dir was für deine Mühe. Ich gebe dir deinen Freund und ich nehme die Gelbgemme. Fairer Handel, ja? Ich handle nicht mit Menschen, tut mir leid, das kann ich moralisch nicht machen. Peter, mach das nicht, gib's ihm nicht. Dummer Bodo, vielleicht mutig. Aber clever? Wohl eher nicht. Gelbgemme für Bodo mit blauem Gesicht. Du machst Tausch, ja? Nein. Oh, Bodo ist nicht wichtig für dich? Kein sehr guter Freund. Ich frage nochmal. Ja, okay, wir tauschen. Oh, sehr gut. Kluge Entscheidung. Okay, du nimmst Bodo jetzt. Lass ihn nicht fallen. Fang. Ich habe euch auch noch Bonus. Großzügig von mir. Ja, fang. Magnetzone. Klingt wie Calzone, ist aber magnetischer geladen. Verdammt. Peter. Ja, ich fange das Ding da mal, ne? Ja, blöd, dass wir jetzt, okay. Das hatte ich nicht mehr im Schirm, dass sie tatsächlich weggeben. Also ich wusste, er kommt, aber... Okay, wir konnten aber schon gut reinklatschen, gerade. Die Hälfte. Ja, dass es nicht runtergeht. Machen wir jetzt die witzige Aktion. Halt. Elektro, ne? Oh, nein. Okay, das war jetzt irgendwie zu easy. Hat nicht mal 50 Kreisel gebraucht, ne? 3 überladen. Achso, das kann man auch so fangen, oder was? Nee. Ja. Einmal entwursteln. Peter, es tut mir leid. Nein, ich bemitleide mich nicht selbst. Selbst wenn ich mich selbst bemitleiden würde, wäre ich gleich wieder auf den Beinen. Komm schon, du kennst mich, ich bin Bodo. Immer positiv und optimistisch, nicht? Ich bin okay, oder werde das zumindest sein. Ich bin etwas beschämt, darum werde ich auch allein zur Vereinigung zurückkehren. Aber keine Angst, ich bin okay. Bamelin, tut mir leid, Kumpel, ich habe dir ganz schön Sorgen gemacht, was? Peter, ich bin nicht gut und sowas, aber danke für die Rettung. Dafür revanchiere ich mich, versprochen. Oh ja, okay, dann können wir aber jetzt gehen. Ja, blöd, was machen wir jetzt, ne? Wir haben keinen Heli, wir wissen nicht, wo er hin ist. Das ist sehr ungünstig, das Ganze. Naja, nehmen wir uns erstmal einen Staraptor und fliegen selbst zur Vereinigung. Bevor wir dann wahrscheinlich wieder ein paar Sidequests machen können. Wobei ich glaube, die meisten kommen erst nach dem Game. Ah, 66% reicht halt nicht, ne, mit den anderen beiden Gemmen, die wir haben. Ah.
So, Bodo ist also unfähig, ja? Gelbgem ist in den Händen von Team Nachtschatten. Nun, es gibt Schlimmeres. Wir werden uns einen neuen Plan ausdenken. Selbstmitleid bringt uns jetzt auch nicht weiter. Ich bin froh, dass Boot in Sicherheit ist, auch wenn er nichts kann. Unsere nächste Mission wird entscheidend sein, aber sie kann bis morgen warten. Jo, alles klar, ein bisschen pennen gehen. Ein Spiel, wo es einfach darum auch geht zu schlafen, das ist toll. Die achten auf sowas. Gefällt mir. Gut geschlafen? Ich konnte überhaupt nicht schlafen. Das macht mich alles fertig. Professor Hastings, haben Sie durch das Studium der Blaupausen der unglaublichen Maschinen etwas in Erfahrung bringen können? Ja, leider nichts. Waren die Daten des hat ein Passwort. Albert hat mit zu sich, selbst zu tun. Der kann es auch nicht sagen. Ein paar gute Neuigkeiten, aber beim Tagebuch haben wir Fortschritte gemacht. 3 Jahre nach der Deckung des Schattenkristalls. Monat X, Tag XX. Wieder einen Tag mit dem Kram in den alten Dokumenten und Schriften verbracht. Ich habe von der Rotgemme, der Blaugemme und der Gelbgemme erfahren. Ich weiß nun, wie der Schattenkristall die Harmonie der Gemmen hasst und fürchtet. Und wie es ihn trotz zu ihrer Harmonie hinzieht. Nun verstehe ich, was ich in der mir noch verbleibenden Lebenszeit tun muss. Ich muss... Naja, bis dahin sind wir gekommen. Die 3 Gemmen haben einen Einfluss auf den Schattenkristall. Und Lumino Strahlemann kam zur selben Erkenntnis. Ich bitte um Entschuldigung, Albert ist mein Name. Ich habe mir heute Nacht nochmal alles in Ruhe durch den Kopf gehen lassen. Ich bin zutiefst beschämt, aber ich habe gesehen, dass ich verstanden habe. Was ich von dieser Welt gesehen habe, war unter dem Mikroskop oder auf dem Monitor. Aber all das hat sich gestern verändert. Obwohl ich ein Feind sein müsste, hat mich Silver wie einen Bruder behandelt. Professor Hastings hat mich 3-mal wegen des Passworts angeschnauzt, aber danach hat er mich in Ruhe gelassen. Ich habe ein bequemes Bett und ein warmes Essen erhalten und alle waren freundlich. Ich habe zu lange gebraucht, um es zu bemerken, aber jetzt weiß ich, dass ich benutzt wurde. Ich wollte es einfach nicht glauben. Gestern konnte ich mir es nicht eingestehen. Ich hatte zu viel Angst. Ich glaube, das Passwort war, ja, seine Schwester. Melodia. Ich frage mich, wie es ihr geht. Albert, ich danke dir. Das war sehr mutig. Das hätten wir aber auch sagen können. Naja. Moment, da gehört kein Ausrufezeichen rein, das ist nur Melodia, ohne irgendwas am Ende, meine ich. Professor Hastings, wir sind bereit. Sehr gut, seid bitte so gut, die Daten auf den Bodenmonitor zu legen, jo. Oh, das ist ja ein Turm. Und da oben ist der Kristall, oder was? Hä, dieser Umriss. Den habe ich doch irgendwo schon mal gesehen. Herr, ist das nicht? Ich schätze, das könnte er sein. Das ist der Altruturm. Wie ganz und gar entsetzlich. Er ist die unglaubliche Maschine und er wird morgen fertiggestellt. Oh boy, jetzt haben wir Zeitdruck. Seht euch die Blaupause genau an. Seht ihr, an der Spitze ganz oben? Das ist wahrscheinlich der riesige Schattenkristall. Darum dreht sich also alles. Lasst mich einen Moment nachdenken. Ja, Gerda, willst du, dass wir uns nochmal pennen legen, oder was? Wenn der Professor in dieser Stimmung ist, taucht er eine ganze Weile nicht mehr auf. Wir nennen das eine Strategiesitzung für eine Person. Ach, was könnt ihr also tun? Auf Patrouille gehen, selbstverständlich. Okay. Es könnte eine weise Vorgänge sein, starke Pokémon zu fangen. Ja, klingt gut. Gut, wie viele Sidequests haben wir denn jetzt noch offen? 6, 7, 8, 9. 9 Sidequests. Oh boy. Ich lese mal ganz kurz die Kurzbeschreibung. Oh. Hey, hör mal, Peter. Morgen ist Altrus Geburtstagsparty. Sieh dir das mal an. Achso, Zeitung, ne? Altruturm wird morgen eröffnet. Ankündigung für eine reine neue Energieform. Eine neue und leuchtende Zukunft für ein Jahr. Power Quartett spielt zur Eröffnungsfeier. Boah, das Power Quartett live und in Farbe. Die werden auf der Bühne voll abgehen, Mann. Oh, ich freue mich total drauf, aber das ist im Moment nicht irgendwie, naja, falsch. Achso, Operation, zurück an die Arbeit. Oh, Moritz.
Ich fange mal schon mal einen Staraptor, dass wir zu den Ruinen können. Weil da möchte ich als erstes hin. So, aber lesen wir erstmal kurz die Aufträge noch. Also, Traunfugil. Da haben wir, Sneeble entwickelt sich zu einer echten Plage im Schlottertal. Meine Angel wurde ins Meer gezogen. Amoroso. Naja, einfach Herbie. Weitere Pokémon-Fangfrage. Muss man was fangen? Ach, Ruberdorf. Espressomaschine. Peter, ich muss für meinen Gefallen Geld bitten. Ja, oder aber, Moment, ich. Vielleicht doch erst zum Harubadorf, wenn da so ein Fang-Request ist. So, ich glaube, die Karte haben wir jetzt auch vollständig. Ich glaube nicht, dass da noch ein Gebiet kommt. Weil ich glaube, er. Also einmal die Fangfrage und andererseits ist da, glaube ich, sowieso. Was hast du denn? Sorry wegen all den Chaos. Ich werde das wieder gut machen. Die neuesten Kongigas. Sie konnten sich bewegen. Ach, ein Lepumentas, ne? Oh boy. Ja, okay. Und irgendwo ist eine Fangfrage, die will ich auch noch schnell anschauen, bevor ich die Party beende. Echt blöd, dass man dann halt wirklich nochmal komplett durch den ganzen Tempel muss. Ah. Hinter einem Noctuska. Okay. Dann versuche ich mir das zu merken, weil ich mache jetzt die Aufnahmesession zu Ende. Und dann sieht man sich wieder im nächsten Part. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part. Euer Hans-Peter. Ciao.